So, wir kommen zum nächsten Schritt. Es gab ja auch einige Rückmeldungen zum Thema Publikumsmikro. Ich denke, da wurden jetzt auch einige Rückmeldungen an die entsprechenden Teams weitergegeben. Und uns allen geht es darum, dass wir das konstruktiv lösen und an der Lösung schauen, dass alle gehört werden, soweit möglich. Die, die es gut finden, die es nicht gut finden. Es gibt beide Seiten. Die einen sagen es lauter, die anderen sagen es leiser. Und jetzt kommen wir zu dem Schritt, dass sich aus jeder kleinen Gruppe die Organisatoren noch mal kurz zu Wort melden und ein, zwei markante Punkte vorstellen, die bei ihnen gesagt wurden. Und wir alle wissen, dass die Punkte, die jetzt nicht genannt werden, trotzdem bestimmt auch markant waren und dass sie Gehör finden werden bei der Planung für das nächste Festival, wenn sich August, September die neue Projektgruppe findet und dann das neue Festival auf die Beine stellt. Ich beginne mal bei euch hier am Rand und gebe dir gerade das Mikro, Nora. Was war bei euch besonders markant? Ja, bei uns war eigentlich ein markantes Thema, dass es eben keine Open Stage gab in diesem Jahr. Dazu ist vielleicht kurz nochmal zu sagen, wir haben in diesem Jahr Wert auf Kabarett um 24 Uhr auch im Kabarettzelt gelegt. Von daher gab es das. Das war ja ein Wunsch auch von letztem Jahr aus der Festivalreflexion, mehr Kabarett. Deswegen hatten wir an jedem Abend dieses Jahr Kabarett und keine Open Stage. Wir haben natürlich gemerkt, dass es ein Wunsch der Besucher ist. Es gab ja dann auch eine eigene Besucher-Open Stage, selbst organisiert am Samstagabend auf der Hauptwiese und auf dem Zeltplatz. Ich denke, wir nehmen das mit und es ist natürlich, wir haben, die Plätze sind begrenzt und in diesem Jahr war eben Kabarett, aber die Botschaft der Besucher ist bei uns angekommen. Ein anderer Punkt war bei uns am Tisch, dass es dieses Jahr wirklich ein ausgewogenes Musikprogramm gab, das wirklich für alle Altersklassen was dabei war, für fast alle Geschmäcker und dass das Konzert von Mala Glenn das beste Konzert auf dem, oder seitdem es Konzerte auf Mopmoor gab, dass das das Beste war. Das war's bei uns. Vielen Dank. Nächste Gruppe. Wer steht hier? Hier? Was war bei euch besonders markant? Also wir waren ja die Infrastrukturgruppe und da war natürlich das Thema dieses Jahr wieder das Thema Toiletten. Und der Wunsch nach mehr Toiletten, nach besserer Reinigung, nach mehr Reinigung. Und wenn wir versuchen, halt aus dem Budget, was wir zur Verfügung haben, zu gucken, was noch mehr geht, damit ihr aber auch dann noch ein Programm habt, dann war ein ganz großer Wunsch, da sprechen mir viele aus dem Herzen, das ist die Partyzonen auf dem Zeltplatz zu verbieten, sprich die Pavillons und die laute Musik. Auch das haben wir schon gemerkt, das geht so nicht mehr. Dann waren ganz viele heftige Stimmen bei uns, die gesagt haben, also Publikumsmikrofon muss es geben, das Konzept hier stimmt so nicht. Das sind alles Punkte, die in die Planung, in das nächste Festival mit reingehen und vielleicht gibt es ja auch eine Kompromisslösung, dass es beiden Seiten so weit wie möglich vielleicht gerecht werden kann. Ich reiche mal weiter zu euch. Was war bei euch besonders markant? Genau, also bei uns gab es zum Beispiel Stimmen, die gesagt haben, dass es eine gute Sache ist mit der neuen Festivalreflexion. Wie gesagt, wir werden uns da überlegen. Ein markanter negativer Punkt war zum Beispiel, dass manche Sachen hier auf dem Drusus besser auf die Hauptbühne gepasst hätten. Manche Sachen von der Hauptbühne vielleicht besser mittags oder hierher gepasst hätten. Also wir versuchen natürlich immer das gut abzustimmen, was passt mittags, was ist eher entspannt, was ist eher rockig. Wir können natürlich nicht absehen, wie viele Leute dann plötzlich tatsächlich darauf abgehen. Aber wir versuchen einfach das immer anzupassen an die Bühnen und auch an die Kapazitäten der Plätze, das ist klar. Ansonsten wurde eigentlich auch schon ziemlich viel gesagt. Ja. Okay. Vielen Dank. Zu euch, was war bei euch besonders auffällig? Ja, also die meisten Punkte wurden jetzt eigentlich auch schon gesagt. Wir haben zum Publikumsmikro sowohl, dass die Festivalreflexion so jetzt gut ist, dann haben wir, dass es eine Messung geben soll und dass es wieder ein Publikumsmikro geben soll. Also es gibt unter euch ganz unterschiedliche Meinungen. Ja, und dann dass abends, also nach dem Hauptbühnenprogramm, einfach noch mehr Veranstaltungen angeboten werden sollen. Das ist natürlich immer schwierig mit den Anwohnern,
dass wir einfach nicht so lange Musik irgendwie machen können oder noch Partyzonen anbieten können, aber auch das nehmen wir zur Kenntnis und versuchen dann natürlich dann nächstes Jahr irgendwie noch was anders zu machen. Und bei euch in der Gruppe? Ja, bei uns in der Gruppe war viel das Thema Podien, die zum Teil sehr, sehr gut ankamen und zum Teil irgendwie nicht so gut ankamen, aber das ist was, das liegt manchmal nicht in unserer Hand, wo die Diskussion dann hingeht, sondern das liegt dann in den Teilnehmern der Podien. Aber ansonsten haben wir großes Lob fürs Thema bekommen. Ich bin schon Millionärin, das ist noch nicht gesagt worden. Ja, Festivalkritik, gleiches wie generell der Grundton hier ist. Ihr seid euch da alle irgendwie nicht so einig. Aber wir gucken, dass wir da einen gemeinsamen Nenner finden, das stimmt. Ja, ein tolles Theaterprogramm. Das war's von uns. So, wir haben jetzt die markanten Punkte gehört und auch schon angekündigt, dass die Punkte, die auf den Zetteln stehen, alle abgetippt werden, beziehungsweise auf jeden Fall berücksichtigt werden in der nächsten Planung. Und ich würde jetzt gerne für das Schlusswort des Festivals, jetzt nicht gesamt, das kommt ja noch was auf der Hauptbühne, aber jetzt hier für diesen Teil, Herrn Mercator an das Mikro bitten.